Und er ist hungrig, also geht er jetzt nach Hause. Hoffe ich jedenfalls mal, dass er jetzt mal ordentlich schlafen und auch essen geht. Ja, das sieht doch schon mal viel besser aus. Jedenfalls was seine Nahrung angeht. Sein Schlaf könnte auch besser sein. Aber ist auch schon jedenfalls schon mal besser als im Freien zu schlafen. Also wofür auch immer unser Töpfer eine Schaufel braucht, eigentlich braucht nur der Lehmarbeiter eine. Ja, noch 11 Nahrung. Also noch 2 Fuhren, würde ich mal schätzen. Weil leider zählt ja auch Nahrung, die hier in den Gebäuden ist, nicht. Nur die, die im Haupthaushalt gesammelt wird. Wobei das auch irgendwie nicht ganz zu stimmen scheint. Irgendwie scheint auch die Nahrung in den Häusern zu zählen. Interessant. Oh ja. Das heißt eigentlich nur noch eine Fuhre von dir. Und wir haben es geschafft. Naja, man merkt, unser Fischer kriegt kaum noch Nahrung rein. Unser Jäger ist zwar noch voll bis oben hin. Und bringt auch immer fleißig Nahrung in das Lagerhaus. Und ja, so wie du aussiehst, solltest du bald... wieder schlafen, aber ich denke, wir haben vorher unsere Nahrung erreicht. Ja, da hält er sich schon die Hand vor dem Mund, weil er müde ist. Mission erfüllt. Nach großen Anstrengungen war es uns endlich gelungen, genügend Vorräte für unsere Reise zusammenzutragen. Am Morgen des darauffolgenden Tages gingen wir an Bord unseres Schiffes und setzten Segel. Ich war sehr aufgeregt, da es meine erste Reise im Kreis der erwachsenen Männer und Frauen war. Um möglichst viel über die Pflichten an Bord und die Kunst der Seefahrt zu erfahren, hielt ich mich stets in der Nähe meines Vaters auf. Er führte das Steuer unseres Schiffes und konnte mich vieles über die Strömungen der Meere und die Richtungen der Sterne lehren. Unsere Suche führte uns schließlich Richtung Westen, und nach langen Tagen und Nächten auf See tauchten die Umrisse einer Insel aus dem Meer auf. Land. Ja. Das war die erste Mission. Way. Das heißt, wir können zurück zum Hauptmenü. Ja, mein Chef kommt gerade. Und können damit eigentlich gleich auch in die zweite Mission starten. Nachdem wir Grönland abgeschlossen haben, kommt jetzt Helluland. Die Wikinger entdecken eine neue Welt. Dabei geraten sie in einen Konflikt zwischen zwei verfeindeten Dörfern. Nicht gut.
Unsere Fahrt hatte uns weiter in Richtung des Sonnenuntergangs geführt, als jemals zuvor eines unserer Schiffe vorgestoßen war. Vor uns lag nun die Küste eines unbekannten Eilands. Hinter einem schmalen Strand, der weitgehend von Schnee und Eis bedeckt war, erhob sich ein dunkles, steiniges Gebirge. Kaum ein Strauch oder Baum wuchsen an seinen Flanken. Es schien aus einem mächtigen Stück zu sein, so dass man glauben wollte, Wotan selbst hätte im Zorn diesen Fels vom Dach der Welt geschleudert. Mein Vater gab ihm darum den Namen Helluland, was Steinland bedeutet. Wir konnten am Ufer keine geeignete Lagerstätte entdecken und segelten darum der Küste entlang Richtung Süden. Nach einigen Stunden Fahrt wich der Schnee langsam zurück. Zartes Grün trat an seine Stelle. Auch waren nun einige Bäume und Büsche zu erkennen. Mein Vater entschied, hier an Land zu gehen. Er nahm Kurs um eine kleine Landzunge herum und legte in einer vor der rauen See geschützten Bucht an. Als wir das Knarr verließen, sahen wir, dass seine Wahl gut getroffen war. Büsche voll saftiger Beeren würden unseren Hunger stillen. Wild gab es reichlich im Wald und in der Bucht wimmelte es von Fischen. Holz war ebenfalls zur Genüge vorhanden, so dass wir Hütten zu unserem Schutz errichten konnten. Wir dankten Thor für unser glückliches Schicksal und begannen, das Schiff zu entladen und unsere Zelte aufzuschlagen. Ja. Ziele: erkunde die Gegend und finde heraus, wo sich der Sonnensplitter befindet. Also hier scheint schon mal einer runtergekommen zu sein. Wir haben hauptsächlich Bauarbeiter und einen Träger. Dem können wir gleich schon mal einen Arbeitsplatz zuweisen. Da ist Björni. Okay. Ich werde erstmal mit dem Kundschafter ein bisschen das Umland erkunden, bevor wir anfangen, Gebäude zu bauen. Da wir hier ja Bärensträucher haben, ein paar. Und auch etwas Nahrung an Bord. Dürften wir ein bisschen Luft haben, um erst einmal zu entscheiden, was wir wohin bauen. Wir können auch mal gucken. Jetzt ist nämlich unser Tech-Tree sehr groß. Wir können also auch eine Farm errichten. Inklusive allem anderen. Ja, sogar das Lagerhaus können wir freischalten. Wie auch immer wir das Lagerhaus freischalten können, wenn wir es denn brauchen. Also hier wären schon mal Lehm und Stein. Hier drüben sehe ich ziemlich jetzt schon ein bisschen freie Fläche für Weizen. Was brauche ich nochmal für ein Zweifamilienhaus? Für ein Zweifamilienhaus einen Lebenssammler. Also ich würde fast schon sagen, ich packe Holzfäller und Lebenssammler in ein Haus. Ja. Deswegen fange ich mal an, hier ein Holzfällerzelt zu bauen. Weil hier schöner Wald ist. Und eine Lehmsammlerhütte, beziehungsweise ein Lehmsammlerzelt hier hin. Dann ein Fischerzelt hier hin. Und ein Jägerzelt hier zentral in der Nähe des Haupthauses, so. Dich da hätte ich gerne. Und Björni ist erwachsen geworden. Ja, Männer haben wir wieder hauptsächlich Bauarbeiter. 4 Stück. Einen Träger, einen Zivilist, einen Kundschafter.
Und ja, hier wäre Platz für Farming. Also für Farm. Sobald wir denn damit anfangen wollen. So. Unser Holzfäller ist schon mal fertig. Haben wir eigentlich schon verheiratete Leute? Nö. Gut, die Leute kriegen langsam Hunger. Also ja, hier haben wir genug Platz, um Farmer arbeiten zu lassen. Ein Bäcker, einen Müller. Definitiv. Mehr Platz haben wir da aber allerdings auch nicht. Wir könnten ihn zum Schlafen schicken. Wir können ihn aber auch sagen, iss da mal ein paar Beeren. So, jetzt ist er da, hoffentlich ein paar Beeren. Ja, Bauarbeiter und Trägerberuf wurden entdeckt. So, dann ist nochmal Beeren. Und dann setzt du mir mal hier vor unser Hauptgebäude einen Wegweiser. Ach, man könnte glatt schon ein Lagerhaus bauen. Ist es freigeschaltet worden, einfach so? Okay. Wahrscheinlich durch unsere Bauarbeiter. Okay, wir brauchen einen Lebenssammler und da fällt mir nur Björni ein. Fürs Erste. So, unser erster Wegweiser steht schon mal. Und ja, wir haben hier eine nette kleine Bucht zum Siedeln gefunden. Wenn man es so sieht. Wir haben nämlich nur zwei Wege zum Gehen. Einmal hier unten lang und einmal da oben lang. Und jede Menge Nahrungsbüsche in der Gegend. Ja. So, wenn ich mehr... Okay, hier kann ich das hochgehen, so wie es aussieht, schon mal vergessen, oder? Ne, ich kann hier außen rumgehen, okay. Sobald die beiden Wohnhäuser gebaut sind, lasse ich mindestens ein Ehepaar dort einziehen und
Holen wir gleich mal neue Kinder. Oh, da sind schon mal die Schwarzfüße. Willkommen, Bartgesichter. Ich, Hoppy, Häuptling der Schwarzfüße, grüße euch. Ihr müsst die Gesandten des strahlenden Sonnengottes sein. Vor wenigen Monaten schickte er uns einen glühenden Stein vom Himmel, der um euer Kommen anzukündigen. Wir, die Schwarzfüße, sind die Herrscher dieses Landes. Seit 3 Wintern befinden wir uns nun im Krieg gegen die Inuit. Ein Dorf voller Diebe und Räuber. Sie kamen aus dem Norden und haben sich an den Ufern des Niganasees niedergelassen. Sie jagen wild, fischen in unseren Gewässern und stehlen unsere Pelze. Stehen uns bei in unserem Kampf gegen diese Feiglinge. Gebt uns 50 Speere und als Belohnung werdet ihr den Sonnenstein erhalten. Liefer den Schwarzfüßen 50 Speere. Bringen sie mit den Händlern in deren Lager. Jo. Ja, will. Ihr da oben seid aber nicht die Schwarzfüße. Ah, seid gegrüßt, Fremdlinge. Ich bin Nabu, ältester der Inuit, Häuptling des Nordstammes. Die Götter haben uns vor eurer Ankunft berichtet. Ihr müsst die Auserwählten sein, die auf der Suche nach dem Sonnengott sind. Bitte helft uns in unserem Kampf gegen die mächtigen Schwarzfüße, damit endlich Friede in unserem Dorf einkehrt. Die Schwarzfüße sind ein kriegerischer Stamm. Sie leben in den südlichen Regionen. Immer wieder suchen sie unser Dorf heim, plündern und rauben und reißen unsere Iglos nieder. Wir sind leider zu schwach, um uns gegen ihre Angriffe zu verteidigen. Helft uns, wir benötigen dringend Nahrung und Waffen. Gebt uns 20 Nahrung und 20 Speere, so werden wir euch helfen, den Sonnenstein zu erlangen, der vor einigen Monaten von Hill stürzte. Ja, entweder mit den Inuit oder den Schwarzfüßen handeln. Da wäre nochmal Nahrung, das wir einsammeln, die wir einsammeln könnten. Also ja, sie tauschen Speere gegen Leder und Nahrung gegen Lederrüstungen. Und ihr tauscht Nahrung gegen Holz und Speere gegen Leder. Ja. Durch die nächste Runde. Also gucken wir mal. Für den Speermacher brauchen wir den Werkzeugschreiner. Ja, das dürfte recht machbar sein. Aber wir werden dann eh jetzt demnächst einen Cut machen müssen. Also ja, ich kann einmal eine Route südlich hier unten rum zu den Schwarzfüßen bauen. Und einmal eine Route nördlich zu den Inuit. Das heißt, ich pack schon mal hier bei der ihrem Lager einen Wegweiser hin. Und dann muss ich gucken, wie ich die Wegweiser da miteinander verbinde. So, wir haben den Lebenssammler. Das heißt, wir können jetzt 2 Familienhäuser bauen. Gucken wir mal kurz. 2 Familienhaus braucht 3 Holz, 1 Weizen, 2 Stein. Holz, Weizen, Stein, das kriegen wir noch hin. Dann kommt erstmal eins hier hin. Und eins hierhin. Wir werden wahrscheinlich nachher noch mehr Einfamilienhäuser brauchen. Ja, ihr könnt ruhig heiraten. Du kannst hier die Nahrung essen. Ich glaube, danach speichern wir erstmal. Ich werde hier oben nämlich meine Holzindustrie hochziehen. Steinmetz werde ich vielleicht kurzzeitig unseren Nebenarbeiter zum Steinmetz machen. Hier werde ich, wie gesagt, unsere Weizenproduktion hinmachen. Also hier oben wahrscheinlich 2 Häuser, hier unten, also Wohnhäuser, dann hier unser Weizenzelt und so weiter. Ja, in der Mission haben wir jetzt wirklich was zu tun. Das kann man nicht leugnen. Ja.
Und bis zum nächsten Mal können wir uns dann noch überlegen, mit welchem Volk wir uns verbünden wollen. Es hat keinen Nachteil, mit einem Volk zu handeln, die anderen werden dadurch nicht angepisst. Am besten beide auf freundlich setzen, warum auch immer die einen auf neutral waren. So, dann würde ich sagen, ich speichere hier erstmal. So, das hat er auf den ersten Speicherland, nämlich Helluland, gelegt. Gut. Dann mache ich hier gleich mal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.